Gleichenberg feierte man ein großes Jubiläum, nämlich 20 Jahre Jurassic Park. Bei der offiziellen Geburtstagsfeier des Dinosaurierparks fanden sich viele Gäste ein, wie zuletzt 2016 lud der Tierschutzverein Arte Noah Kunst hilft Tieren in Not auch in diesem Jahr zur großen Charity-Verkaufsausstellung. In der Kunsthalle Feldbach präsentierten sich zahlreiche namhafte Künstler, die ihre Werke zum Wohle des Tierschutzes spendeten. In Feldbach erfolgte mit dem ersten Streich die musikalische Vorstellung des neuen Vereins SO Streich. Das SO Streichorchester des Förder- und Netzwerkvereines für Streicher präsentierte im Zentrum ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Ganz besonders viele Besucher waren diesmal im Bio-Hotel Retter in Böllerberg bei Hartberg zu Gast. Wie schon in den Jahren zuvor steht der ganze Abend unter einem Motto, nämlich Bio. An verschiedenen Genussplatzerln im ganzen Haus können die Gäste die aufgetischten Köstlichkeiten probieren, verkosten und genießen. Märchenhafte Stimmung in Bad Gleichenberg. Der wunderschöne Mailand-Saal erstrahlte zu einem ganz besonderen Anlass in schönstem Glanz. Der Verein Heiraten in Bad Gleichenberg hatte zum zweiten Brautkleiderball geladen. Eine einzigartige Veranstaltung in der Region. Musikverein Kirchberg an der Raab blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 165 Jahren wird musiziert. In der Kulturhalle wurde diesmal ein weiteres Jubiläum begangen. Das 50. Wunschkonzert zum Muttertag. Die Hügeljandhalle in St. Margarethen an der Raab wird zur Chorarena. Unter dem Motto Die vier Elemente, Lieder von Wasser, Erde, Luft und Feuer, lädt der Margarethener Männerchor zum Konzert. Bereits zum zweiten Mal mit dabei der Gastchor Herzfrequenz aus Graz. Die Ungerstraße und die Bürgergasse in Feldbach komplett autofrei. Das göttliche Spektakel macht's möglich. 30 Modebetriebe und die Gastronomie in der längsten Modestraße der Südoststeiermark haben zu dieser einzigartigen Veranstaltung geladen. Ein Riesenaufgebot an Feuerwehren am Kirchenplatz vor der Musikschule Feldbach. Zum Glück aber nicht etwa für einen Einsatz, sondern für eine ganz besondere Leistungsschau. Für manche ist genau hier das Paradies des Vulkanlandes, in der Gegend rund um den Kurutzenkugel bei Viering. Jedes Jahr im Mai gibt es dort eine ganz besondere Möglichkeit, um die Kulinarik und die Landschaft zu erkunden, nämlich das Köllerstöckl-Hurmsuchen. Bei unvergleichlichen Ausblicken in die Weite der Landschaft erkundet man die 17 Betriebe, die an diesem Tag zeigen, was die Region zu bieten hat. Feldbach feiert. Der Anlass ist ein gesamtsteirisches Jubiläum. Hauptdarsteller an einem dieser Tage, der Autor und Fotograf Johann Schleich und sein neuestes Buch über Bibelbilder in unseren Kirchen. Die vielen Gäste füllten das Gotteshaus bis auf den letzten Platz. Gemeinsam mit Günter Duscher zeigte die Künstlerin Roswitha Dautermann eine eindrucksvolle Installation mit Bildern, Licht und Musik, die die Faszination der sakralen Kunst spürbar und erlebbar machte.